Hey Freunde, was geht ab? Für die Leute, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Selina und ich habe, wie ihr den Titel wahrscheinlich schon entnehmen konntet, beschlossen, die Pille abzusetzen. Und wie es dazu gekommen ist und warum ich mich dazu entschieden habe, erfahrt ihr jetzt. Was ich kurz vorweg natürlich noch anmerken muss, es geht hier lediglich um meinen Körper und meine Erfahrungen mit der Pille. Jeder Körper ist verschieden, jeder reagiert anders auf sie. Und genau, das wollte ich einfach nur mal eben kurz vorweg nochmal anmerken, nicht, dass sich manche versuchen mit mir zu vergleichen und dann aber schreiben, dass sie ganz andere Erfahrungen hatten. Aber dieses Video dient auch als kleiner Prozess für mich, damit ich einen Vergleich habe, was sich bei mir über die Zeit verändert, weil ich auch schon eine neue Verhütungsmethode gefunden habe und genau. Also, let's go. Also, ich habe mir wieder meine ganzen Notizen hier auf meinem Handy aufgeschrieben. Das erste Thema, was ich halt behandeln möchte, ist, wie fing es an? Und zwar war es so, dass ich mit 14 Jahren meine Periode sehr unregelmäßig bekommen habe. Das heißt, ich hatte sie einen Monat zum Beispiel ganz normal und dann ein paar Monate nicht. Und das ist ja schon ungewöhnlich. Und dann war ich halt beim Frauenarzt und er meinte auch, es ist alles okay, das kann durch Stress und keine Ahnung, was für Einflüsse kommen. Hat mir dann aber direkt die Pille verschrieben, ohne mich irgendwie aufzuklären. Und mit 14 brauchte ich die Pille noch nicht, also zur Verhütung zumindest nicht. Der hat dann auch gesagt, ja, du hast bestimmt schon gehört, dass viele Frauen durch die Pille größere Brüste bekommen, schönere Haut und meinte dann einfach, die mir zu verschreiben. So, und dann habe ich halt auch direkt mit 14 Jahren eine sehr hochdosierte bekommen, die sozusagen auch als Schönheitspille bekannt ist, also mit viel Östrogen. Also habe ich dann halt angefangen, diese Pille zu nehmen. Fand das natürlich auch irgendwie cool, ich weiß nicht, da war ich halt 14, wie gesagt, und ist jetzt auch mittlerweile schon 4,5 Jahre her. Hab die dann halt einfach genommen, mir nichts Großes dabei gedacht, dachte mir dann einfach so, ja cool, das wäre ja, ne, toll, wenn man dann schönere Haut bekommt. Da war man natürlich total in der Pubertät, hatte Pickel wie sonst was. Also habe ich sie dann genommen und ich habe auch nach sehr kurzer Zeit sehr große Brüste bekommen. Also ich hatte, ich weiß nicht, ob ich das einfach so sagen kann, aber ich hatte dann mit 14 Jahren einfach schon Größe Doppel-D. Und das bei meiner Statur. Also ich war schon immer ein sehr zierlich gebauter Mensch. Und ich bin auch recht klein, also ich bin 1,63 und ja, das war dann halt schon ziemlich krass und ich habe auch gemerkt, dass ich mich einfach so aufgequollen gefühlt habe. Ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben könnte und ja, dementsprechend dachte ich mir schon so, da kann ja irgendwas nicht ganz richtig sein. Sorry, mein Dad kam gerade rein. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich habe mich dann einfach nicht mehr wohl in meinem Körper gefühlt. Ich war immer sehr fit und auf einmal war ich dann einfach so voll mit Wassereinlagerung und das war echt nicht so geil. Und dann, genau, habe ich diese Pille abgesetzt und habe dann erstmal beobachtet, was sich verändert. Und natürlich habe ich dann wieder unreinere Haut bekommen und meine Oberweite hat auch wieder abgenommen. Das war echt schade. Diese Pille habe ich dann 1,5 Jahre genommen, bis ich dann diese Pause eingelegt habe. Das wollte ich noch mal eben sagen. Und dann bin ich halt irgendwann zum Frauenarzt gegangen und meinte so, hey, ich komme mit dieser Pille nicht wirklich klar. Ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt mit diesen ganzen Wassereinlagerungen. Und zu dieser Zeit, also so mit 14, fing es dann halt auch an, dass ich wirklich sehr, sehr oft Kopfschmerzen bekommen habe. Und das war auch, also ich bin gar kein Fan von Tabletten und ich musste dann so oft Kopfschmerztabletten nehmen, weil ich mir dann so dachte, das geht einfach nicht. Gerade was Schule anging, man kann dann ja auch nicht immer zu Hause bleiben, war das dann echt hart und ja, auf jeden Fall bin ich dann zum Frauenarzt gegangen und meinte so, ja, die Pille, ich weiß nicht, ob es vielleicht an der Pille lag, weil die auch sehr hoch dosiert war, was schlagen Sie vor? Und dann wurde mir direkt eine neue Pille verschrieben, eine, die zwar niedriger dosiert war, aber halt trotzdem eine neue Pille war. Naja, auf jeden Fall habe ich dann halt angefangen, die zu nehmen. Meine Brüste wurden halt auch wieder kleiner, meine Wassereinlagerungen wurden auch weniger, aber meine Kopfschmerzen sind geblieben. Also ich habe jetzt wirklich durchgehend, seitdem ich 14 bin, so oft Kopfschmerzen und es kann einfach nicht sein, dass ich wirklich so oft Kopfschmerzen habe. Ich meine, ich gehe regelmäßig zum Sport, ich bin nicht die ganze Zeit am Handy, ich komme genug an die frische Luft und ich trinke auch genug, also das kann halt eigentlich echt nicht sein. Und ich war auch schon bei so vielen Ärzten. Ich habe mich sogar zweimal im MRT checken lassen. Ich war beim Orthopäden, bei der Physiotherapie. Ich habe eine Akupunktur gemacht. Ganz oft war ich bei der Massage. Was habe ich noch gemacht? Ich war bei einer Osteopathin. Und nichts kam dabei raus. Und ich denke einfach, dass es unmittelbar damit zu tun hat, weil ich auch auf Instagram jetzt mal gefragt hatte, was eure Erfahrungen mit der Pille waren. Und da haben mir auch ganz viele Mädels geschrieben, dass sie auch oft Kopfschmerzen haben. Und genau,
So ging das dann erstmal weiter. Bevor ich noch weiter ins Detail gehe, was meine anderen Nebenwirkungen betrifft, wollte ich erstmal kurz darüber reden, was die Pille eigentlich macht. Weil vielen Mädchen ist es halt nicht bewusst oder auch vielen Frauen, dass die Pille dem Körper eine Schwangerschaft vortäuscht. Und das kann natürlich nicht gesund sein und das ist auch nicht natürlich. Dadurch, dass wir die Pille nehmen, wird dem Körper zusätzliches Östrogen hinzugefügt. Das ist einfach das weibliche Hormon. Also man hat keinen richtigen Zyklus und man hat auch keinen Eisprung. Und jetzt nur als kleine Aufklärung, falls sich manche das Video anschauen, rein das Interesse, die nicht ganz wissen, wie die Pille funktioniert. Also man nimmt die 3 Wochen durch und nach dieser 3. Woche macht man 7 Tage Pillenpause. Und in dieser Woche bekommt man dann die Periode. Ich habe die Pille ja jetzt 4,5 Jahre durchgenommen. Dementsprechend dachte mein Körper 4,5 Jahre, ich sei schwanger. Ja, ich hatte 4,5 Jahre keinen richtigen natürlichen Zyklus. Die Periode ist aber so wichtig für den Körper, weil der Körper dadurch einfach gereinigt wird. Also es ist wie so eine eigene Detox-Kur. Und ich hasse die Periode selbst, weil man sich dann immer so ein bisschen eklig fühlt und nicht motiviert. Und es ist natürlich auch nervig, die ganze Zeit dann immer auf Toilette zu rennen und sich da fresh zu machen. Das wollen wir gar nicht weiter ausführen. Aber was ich eigentlich damit sagen will, es ist gut und wichtig, die Periode zu haben. Der Körper wird einfach komplett entgiftet und gereinigt und deswegen haben wir auch immer kurz vor der Periode unreine Haut, die dann zu Pickeln neigt. Das wollte ich nur noch mal eben gesagt haben. Machen wir mal weiter mit meinen Nebenwirkungen und zwar, wie bereits erwähnt, ich habe einfach gefühlt jeden Tag Kopfschmerzen. Bei mir kommt es vom Nacken aus. Also mein Nacken ist wirklich sehr, 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 sehr verspannt. Ich habe da auch wirklich schon sehr viel versucht. Und von diesen Nackenschmerzen aus bekomme ich dann immer sehr starke Kopfschmerzen, die dann auch manchmal zu Migräne überleiten. Und ich kann gar nicht sagen, wie viele Tage mir in meinem Leben schon versaut oder verdorben wurden durch diese Schmerzen. Also ich habe, gerade wenn irgendwas Cooles ansteht, wo man ja dann auch aufgeregter ist, so oft Events oder Konzerte, Treffen, alles Mögliche absagen müssen, einfach wegen diesen Schmerzen. Und ich habe so viele Schmerztabletten genommen in den letzten 4 oder 4,5 Jahren. Das ist echt unglaublich. Kann ja auch nicht sein, also gerade Schmerztabletten bin ich gar kein Fan von, aber es ging dann halt auch nicht anders. Gerade wenn man sich dann mal nicht hinlegen konnte und schlafen konnte, sondern halt mal trotzdem irgendwo hingehen musste oder zur Schule gehen musste oder was auch immer. Das war wirklich so das Schlimmste für mich. Das ging dann natürlich auch extrem auf die Psyche. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt so viele coole Sachen, worauf ihr euch eigentlich freut, die ihr eigentlich machen wollt oder die ihr machen müsst, wie zum Beispiel jetzt die Schule, die dann einfach nicht gehen, weil ihr einfach so starke Schmerzen habt, die euch so beeinflussen und ja, natürlich ging das dann auch auf die Psyche und gerade in Kombination mit der Pille war das dann wirklich ein Killer. Viele wissen ja auch, dass die Pille Stimmungsschwankungen verursachen kann, Depression, Panikattacken etc. Ich muss sagen, ich bin sehr sensibel geworden durch die Pille. Das war ich vorher nie. Auf jeden Fall denken viele Frauen, ja, okay, ich bin einfach so, ich muss damit leben, dass ich so sensibel bin, dass ich Stimmungsschwankungen habe etc. Und in einem gewissen Maß ist es natürlich normal, dass jeder Stimmungsschwankungen hat, aber so extrem, wie sie halt dadurch verstärkt werden, muss es wirklich nicht sein. Ich wollte noch auf weitere Nebenwirkungen eingehen. Ich habe mich oder ich fühle mich immer noch teilweise fremd im eigenen Körper. Das ist natürlich kein konstantes Gefühl. Das darf man sich nicht so vorstellen, als ob man jetzt die ganze Zeit denkt, okay, ich bin nicht ich selbst, sondern es ist einfach in manchen Momenten so, dass du wirklich so das Gefühl hast, okay, bin das wirklich ich? Und das lässt sich gerne schwer beschreiben und das können wahrscheinlich auch nur die Leute nachvollziehen, die dieses Problem selbst hatten. Aber das war auch eine Nebenwirkung, die ich hatte. Und die letzte Nebenwirkung, die ich hatte, war oder ist, dass ich immer so das Gefühl habe, dass mein Bauch sehr aufgebläht ist. Also ich wach morgens auf, alles ist gut und ich esse vielleicht einen Toast oder so oder keine Ahnung was, ist ja auch egal. Aber direkt fühle ich mich so, als wäre ich im 3. Monat schwanger. Also sieht dann zumindest so aus. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was sich bei mir verändert durch das Absetzen der Pille. Und ich werde euch da auch mitnehmen. Und ich habe jetzt, wie gesagt, schon eine andere Methode gefunden. Darüber werde ich jetzt noch nicht berichten. Also ich erzähle dann darüber, wenn ich mir ein eigenes Bild darüber gemacht habe. Und ja, hoffe natürlich, dass es das Richtige für mich ist. Was denke ich, wird passieren und was erhoffe ich mir? Ich hoffe, dass ich durch das Absetzen der Pille keine Kopfschmerzen mehr habe und auch keine Nackenschmerzen mehr, weil das hat mich wirklich sehr beeinträchtigt. Sonst
einfach, dass ich mich wieder besser fühle in meinem Körper, also dass ich auch wirklich wieder mich selbst spüre. Das hört sich immer so komisch an, aber ich denke, das kann man so sagen. Ich hoffe, dass ich erstmal meine Periode dann wieder regelmäßig bekomme und dass sie nicht irgendwie ein Jahr oder so ausbleibt. Dann hoffe ich, dass ich keine extremen Pickel bekomme oder Akne. Das wäre echt cool, wenn ich das nicht bekommen würde, weil ich gerade echt zufrieden bin mit meiner Haut. Wenn es dann so ist, dann ist es so, sofern dann mein Körper frei ist von irgendwelchen zugesetzten Hormonen. Ja, Freunde, that's it. Das Video sollte jetzt einfach nur kurz als Update-Video dienen. Ja, ich bin gespannt, was sich bei mir in nächster Zeit verändern wird. Wenn ihr Bock habt, nehme ich euch mit und schreibt mir bitte oder schreibt mir auch gerne eure Erfahrungen mit der Pille in die Kommentare. Schreibt mir gerne Tipps, was ihr gemacht habt, um zum Beispiel wieder regelmäßig eure Periode zu bekommen oder um die unreine Haut loszuwerden oder ja, die ganzen Tipps. Wir machen jetzt hier einen kleinen Girls Talk. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram schreiben, ist überall verlinkt. Also in der Infobox und hier schreibe ich es euch auch nochmal hin. Und in dem Sinne würde ich sagen, ich nehme jetzt die letzte Pille und dann heißt es tschüss. Das ist schon echt ein komisches Gefühl. Ich habe diese Pille jetzt einfach so lange genommen. Ja, ciao. Tschu. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und ich würde sagen, tschüss.